Ja, grüßt euch. Mit etwas Rauch. Den Deckel öffnen. Die Bienen von dem Deckel abstoßen, damit die dort nicht im Gras landen. Und dann wird dann der Fütterer entfernt. Ich habe hier meistens eine Futtertasche. Und dann arbeitet man sich hier von der einen Seite an die Brut heran. Ich schiebe meistens die Futterwaben weg und sehe mir dann die Waben an. Hier haben wir sogar schon Brut drauf auf dieser Wabe. Um die Jahreszeit ist es meistens noch keine verdeckelte Brut, sondern nur frische, offene Brut. Aber es ist schon gut, dass da diese Wabe schon belegt ist mit Brot. Da unten sieht man die Königin. Ja, und dann schiebe ich hier vorsichtig wieder heran. Schaue ich mir die andere Wabe an, ob da schon Brot drauf ist. Das ist hier aber nicht der Fall. Das war tatsächlich mit Augenmaß gefunden, die Wabe mit der Brut. Die letzte Wabe mit der Brut. Jetzt lasse ich die Futterwaben etwas separat stehen und gehe jetzt von der anderen Seite heran. Und ich möchte nicht mehr alle Waben angucken, sondern ich suche immer nur die erste und die letzte Brutwabe. Also die erste und letzte Brutwabe suche ich hier raus. Und dazu brauche ich nicht alle Waben ziehen, sondern ich schiebe sie einfach etwas zur Seite und arbeite mich jetzt von der anderen Seite heran und schaue mir an, ob da schon Brut drauf ist auf dieser Wabe. Das ist hier nicht der Fall, das ist hauptsächlich Pollen. Keine Brut drauf, da fressen sie nur Pollen. Ja, und diese Pollenwaben am Rand, die entferne ich da zu dieser Zeit, weil die dort im Winter keine Pollen fressen. Das sind ja Feststoffe und diese Feststoffe würden den Darm belasten. Auch Pollen. Kommt auch raus. Sehr viel Pollen kommt raus. Ist auch keine Brut drauf auf diesen Waben. Das heißt, ich gucke mir dann an, da sind noch vier Waben übrig und auf dieser Wabe hier finde ich dann auch schon wieder Brut. Und hier ist schon wieder Brut. Mit Pollen. Mit Pollen und man sieht auch schon diese glänzenden Flächen, da haben sie da Futter umgetragen. Auf dem Boden sieht man hier eigentlich kaum und gar keinen Totenfall. Es ist nicht der stärkste Volk, aber trotzdem gibt es dort keinen Totenfall. Es hat damit zu tun, dass der Deckel sehr gut gedämmt ist und dass hier die Bienen sehr, sehr warm sitzen und auch sehr stark sind. Sobald der Deckel sehr gut gedämmt ist, braucht man das nicht. Braucht man keinen Totenfall erwarten. In dem Fall vier Waben mit Brut. Genau, vier Waben mit Brut sind hier zu finden. Dann kommt das Sheet. Es muss kein Thermosheet sein. Wichtig ist, dass es überhaupt ein Sheet ist. Die Futterwaben werden wieder dahinter gehangen. Und anschließend kommt dann, oder abschließend kommt dann die Futtertasche zum Einsatz. Hier aus einer anderen Perspektive ein anderes Bienenvolk. Hier mit fünf Brutwaben. Ich verwende sehr, sehr gerne die extra breite Futtertasche als Sheet. Genau, und in der Futtertasche selbst habe ich immer Holzwolle als Schwimmer. Die hat den Vorteil, wenn man sie nach oben zieht, dass dort aufsitzende Bienen mit nach oben gezogen werden und dann man eigentlich sofort dort den Sirup aufschütten kann. Hier kommt jetzt etwas Sirup mit Bee Strong gleich zum Einsatz. Hier kommen hinter dem Sheet kommen jetzt da die Futterwaben und dann kommt da ein guter Schluck, so ca. 200 Milliliter Bee Strong mit hinein und dieser Flüssigpollen führt dann zu sehr, sehr guten Brutansatz. Ich mache immer eine kleine Futterspur, diese kleine Futterspur führt die Bienen sehr, sehr schnell in die Futtertasche hinein und vor allen Dingen
werden die dann schön warm. Wenn ich den Deckel zumache, fangen die dann sofort an zu heizen mit diesen extra Portionen Kohlenhydraten. Ein bisschen Varomet. Varomet, Behandlung. Direkt im Anschluss. Einmal durch alle besetzten Gassen fahren. Schön durchträufeln. Am besten zweimal durch. Brutnestbereich und dann immer etwas oben auf die Oberträger drauf tröpfeln. Die Wärme steigt nachher von oben nach oben und verdunstet dann dieses Varomet nochmal. Und das hilft auch anscheinend. Das habe ich früher schon so mit Bienenwohl gezeigt bekommen. Und ja, und es wirkt genauso gut mit Varomet, wenn man das oben auf die Oberträger etwas verteilt. Die ganze Aktion des Schießsetzens dauert keine 5 Minuten. Man öffnet den Deckel, man nimmt die Futtertasche raus, man arbeitet sich von einer Seite an die Brut heran. Wenn man die Brut findet, fängt man von der anderen Seite an zu arbeiten. Ja, und dann ansonsten alle Waben zusammenschieben, Schießsetzen, Futtertasche dahinter, Futterwaben dahinter. Ja, B-Strong füttern, Varomet träufeln und innerhalb und 5 Minuten ist man da durch und hat alles vorbereitet für den Frühling. Futter versorgt, behandelt, alles fertig. Ja, wie wirkt das Sheet? Das ist recht einfach erklärt. Und zwar verändert das Sheet die Form des Brutnestes, also der Bienentraube, der Wintertraube. Und die Wintertraube nimmt anstatt einer Kugelform eine hohe, schmale Form an. Dadurch verändert sich der Radius und zwar wenn der Radius sich vergrößert, ist die dort im Inhalt des Radius, also im Radius enthaltenen Anzahl der Zellen, vergrößert sich. Und zwar mit Verdoppelung des Radius auf dieser Wabe verdoppelt sich nicht die Anzahl der Zellen, sondern vervierfacht sich. Dadurch hat man also mit der gleichen Bienenmasse die vierfache Menge an Brut erzeugt. Das liegt einfach daran, dass diese gleiche Bienenmasse auf einer Wabe in größeren Radius einnimmt als Wintertraube. Und die Bienen legen ja erstmal nur in der Wintertraube während der kalten Zeit. Das kommt ungefähr der Natur etwas näher, weil dort die Waben in der Natur natürlich in der Baumhöhle halt auch nur so 10 cm bis 20 cm breit sind. Und in der Baumhöhle haben die auch eben eine hohe, schmale Form. Ja, und wenn man solche Bienenvölker dann eben Februar findet, dann so mit dem Sheet aus dem Winter bringt, hat man eben einen unwahrscheinlichen Vorsprung von ungefähr 3 Wochen gegenüber den nicht geschiedeten Bienenvölkern. Und die Bienenvölker überstehen dort Kälteperioden und Rückschläge im Wetter viel, viel besser im Frühling. Und das resultiert dann in wesentlich stärkeren und lebendigeren Bienen über das ganze Jahr. Und dieser gute Start ist der Garant für eine gute Honigernte und gesunde Bienen.